Heute bei Hour of Power, Kathy Ireland ermutigt Familien und erzählt davon, wie Gott sie durchgetragen hat, nachdem sie fast ihren Mann bei einem tragischen Bootsunfall verloren hätte. Als ich gerade dieses Buch schrieb, kam mein Mann fast ums Leben. Neben seinem Beruf als Notarzt ist er auch kommerzieller Fischer. Ich bekam einen Anruf von der Küstenwache, dass er einen Notruf abgesetzt hatte. Es ist Gottes Gnade, dass er gerettet wurde. Sie fanden ihn im Rumpf seines Bootes im Koma liegend. Die Ärzte sagten, 20 Minuten später wäre er an Unterkühlung gestorben. Hören Sie von der Rutgers University die unglaubliche Pianistin Min Kwan. Bleiben Sie dran, wenn der Professor der Eastern University und international bekannte Redner Tony Campolo Sie vom Stuhl reißt mit seiner unglaublichen Predigt. Es ist Freitag, aber der Sonntag steht vor der Tür. Er fing nett und sanft an mit: Es war Freitag. Es war Freitag und mein Jesus hing tot am Kreuz. Aber das war, weil es Freitag war. Aber der Sonntag steht vor der Tür. Jemand rief: Geh weiter, mach weiter. Das war alles, was er brauchte. Er hob ab. Freitag. Freitagsmenschen sagen, alles bleibt, wie es war. Man kann die Welt nicht verändern. Aber sie wussten nicht, dass es gerade mal Freitag war. Der Sonntag steht vor der Tür. Sehen Sie, jetzt dachte ich, dass ich eine Reaktion von Ihnen sehen würde. Bleiben Sie dran für die beste Stunde im Fernsehen. Die Hour of Power aus der Crystal Cathedral.